Ich bin Produkt- und Service-Designer und ausgebildeter Design-Thinker. Und als externes Forschungs- und Entwicklungslabor unterstützen Unternehmen, Produkte und Serviceleistungen und Servicelösungen zu entwickeln. Und die Besonderheit dabei ist eigentlich, dass wir starken Fokus auf Kundenbedürfnisse haben, wo auch die User Experience dazugehört. Sowie auch einen großen Schwerpunkt auf Marken und Geschäftsmodelle. Meine engeren Freunde auf jeden Fall, die allesamt ehemalige Studienkollegen sind und die sind auch alle in sehr, sehr ähnliche Richtungen, haben sie die weiterentwickelt, wo ein Großteil oder sehr viele dann leider aus Linz und aus Österreich ausgewandert sind, muss man sagen. Aber auch ganz bei anderer, also so einer anderen Branche, Jamie Oliver, muss ich dazu sagen, der sich von klein auf, also von Kindheit auf eigentlich begleitet hat und wo ein bisschen das in der Art, wie der kocht, das freie Kochen, auch das freie Denken und das Kreativsein von dem mitbekommen habe über den Fernseher. Unbedingt Fast Company, Fast Co Design. Envision macht einen sehr guten Blog, aber auch egal, unabhängig von welcher Branche, die TED Talks, TED Folgen auf jeden Fall und 99% Invisible habe ich für mich entdeckt. Sehr super Blog. Unbedingt beachten solltet ihr, geht's raus aus dem eigenen kreativen Sumpf, sprecht mit anderen Leuten, nicht nur im eigenen Kreativbereich, in der eigenen Branche. Netzwerkt, sprecht mit Leuten, sucht euch potenzielle Kooperationspartner, geht einfach raus in die Welt und als dritter Punkt, dokumentiert alles und achtet vor allem auf die Zahlen. Also einerseits sehe ich Weiterbildungen auf jeden Fall als längerfristige Investition, also ich mache das nicht nur, um mein Wissen zu erweitern. Für mich ist das eine Investition ins Marketing auf jeden Fall. Wo es wieder ums Netzwerken einfach geht und Leute kennenlernen. Und wie ich die auswähle, also einerseits schaue ich in erster Linie, dass ich Fortbildungen für die persönliche Weiterentwicklung mache. Also da gibt es zum Beispiel das M-Jahr also, habe ich da gemacht, das mit Wojtek und Bettina, das war ein Rhetorikseminar, das war super. Zweitens, ganz wichtig, unternehmerische Fortbildung. Da mache ich aktuell zum Beispiel ein MBA für Innovationsmanagement auf der LIMAG. Super, großer Schwerpunkt wieder aufs Netzwerken da dabei. Und drittens, also dritte Kriterium ist dann eigentlich erst die fachspezifischen Inhalte, Design Thinking, Themen. Warum sind die an letzter Stelle? Weil einfach das meiste machen wir die Daily Learning by Doing. Design Thinking finde ich spannend, weil es um das große Ganze geht. Man betrachtet eigentlich, es ist sehr holistisch, man betrachtet sehr viele verschiedene Sichtweisen und integriert eigentlich von Anfang an die unterschiedlichsten Menschen in den Prozess, in den Kreativprozess mit ein. Das finde ich extrem spannend. Darin sehe ich auch die ganz große Stärke. Alleine geht es einfach nicht. Also man kann nicht alleine im Kammerl sitzen oder zu Hause in der Wohnung und arbeiten. Man muss ganz klar, ich arbeite einfach gerne mit Leuten zusammen, mit Maschinen aus verschiedenen Bereichen, aus mehreren Gründen. Einerseits für die eigene Motivation, die eigene Motivation steigt absolut. Dann die Qualität der Projekte vervielfacht sich auch auf jeden Fall. Und die Effizienz steigt auch enorm. Also was ich aus Erfahrung einfach weiß, es macht einfach Spaß. Von mir kann man erwarten, weil ich muss mir auch ständig weiterentwickeln und fast neu erfinden, muss ich sagen. Das heißt, lasst euch überraschen, aber es folgt auf jeden Fall ein neues Serviceangebot von mir. Ja, eine große Quelle für kreative Menschen ist sicher die Tabakfabrik oder auch das Access, wo ich auch Mitglied bin. Oder fallen mir spontan Leute ein wie
Christoph Möller oder Thomas Schorn, Patricia Blasser, auch Philipp Moser von Natasio. Genau.